Hallo und herzlich willkommen zu den Bonusmissionen von Let's Play Alarmstufe 11 Highway Nights. Wir werden heute die Stunt-Shows machen. Und ich denke, wir beginnen mit Stunt-Show 1 und dem Semir 3.0. Nicht langes drumherum gequatsche, wir starten direkt. Ja, ich will das wirklich annehmen, ich drücke mich nur Spaß drauf. Und Stunt-Show tönt nach genau meinem Gusto. Wir müssen hier irgendwo drüber springen. Und hier stehen Polizeiautos rum. Das war zu lahm. Ja, wobei... Doch. Au. First try failed. So, wir müssen jetzt volle Kanüle da reinbrettern. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir waren. Jetzt sind wir fast 190 gefahren und das reicht. Ich glaube, wir sind sogar ein bisschen zu schnell. So, erfolgreich. Stunt-Show 2, wer hätte das gedacht? Hier nehmen wir dann den Razer 4.0. Könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses ganze Let's Play gefallen hat und alles. Oh. Den Teil hasse ich. Hier habe ich 10.000 Mal gefailed. Darf man nämlich nicht zu schnell reinfahren, sonst fliegt man in den Burger rein. Genau. Sind wir irgendwie 300 oder so gefahren. Probieren wir es mal mit, ich würde sagen, 250 oder so. Ich hoffe, das passt jetzt. 250. Bäm! Ich würde sagen, Punktlandung. Hat gepasst. Junge! Naja. Machen wir es nochmal. Wir sind zwar drüber gekommen, aber das Spiel hat es nicht gewertet, weil wir daneben glanzen, neben der Rampe. Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Nein, wir fliegen rein. Fuck! Bam! Ja, das Knacken... Boah, schöner Überschlag. Das Knacken hört ihr halt immer noch. Weil ich das auch hier mit Lenkrad fahre. So, 245. Wir fliegen wieder daneben vorbei. Ich fass es nicht. Nimm es jetzt einfach, bitte. Yes! Episch gebremst. Und jetzt müssen wir schon was nehmen mit ein bisschen mehr Power. Nämlich einen Sportwagen. Ich sehe nichts, wo wir drüber springen müssen. Na, ich halt einfach mal voll drauf. Oh, über LKWs, ne? Zu langsam. Ich habe aber Vollgas gegeben. Dann holen wir noch ein bisschen Anlauf. 60 im Rückwärtsgang. So, jetzt volle Kanüle. 350, go! Perfekt, gelandet. Ein klein wenig zu schnell waren wir. Wir sind nicht ganz auf der Rampe gelandet, glaube ich. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt können wir... Wieso nicht Benz wagen? Naja. Den haben wir auch nie gefahren, ne? In der Karriere sind wir auch nie gefahren. Aber ihr habt mir auch nie Autowunsch geschrieben. Ja.
Über Busse müssen wir drüber fliegen. Schaffen wir nicht. Komm. Genau. Wahrscheinlich hätte irgendwie ein Bus oder so gefehlt. Nehmen wir wieder Anlauf, weil wir waren noch nicht ganz auf Top Speed. Der fährt nur 50 im Rückwärtsgang. Ist ja auch nur ein Polizeiauto. So, zieh an. Los, 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 los. Landet da etwa ein Flugzeug? Ah ne, der fliegt nur drüber. Alles klar. Wollte schon sagen, der kann jetzt hier nicht landen. Ready for takeoff. Reicht wieder nicht. Die Karre ist zu lahm. Brauchen was Schnelleres. Nein, das haben wir schon. Wir nehmen einfach mal den den Semi-Sport. Der müsste das schaffen. Also wir sind wohlgemerkt. Kurz im Ohr kratzen. Wir sind mit 300 auf die Rampe zugepflügt. Ja, jetzt sind wir schon mit 230. Und vorhin sind wir in der Rampe gelandet. Das passt locker. Ich glaube, das zählt nicht, weil wir zu weit drüber. Genau. Wenn das jetzt nicht reicht, ne? Tut's aber auch nicht. Ne, wir landen wieder in der Rampe. Also 310 km/h ungefähr müssen wir fahren. So, komm, enttäusch mich jetzt nicht. Sind wir genau 300 gefahren beim Abflug? Wieder zu langsam, ne? Ja, fuck. Wir müssen noch schneller fahren. Aber wenn ich hier voll durchheize, sind wir zu schnell. Das war jetzt knapp 120. Jetzt muss es passen. Tut's auch. Geil. Bremsen. Stopp, 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 stopp. Rückwärts fahren wollte ich zwar nicht, aber okay. Nehmen wieder den. Flügen wir wieder drauf zu. Mal mit Full Speed einfach mal reinhalten. Oh, über so Campingzelt. Ja, ein bisschen große Campingzelte. Wo wir wieder drin landen werden. Ja, wir werden voll reinfliegen. Alter, mein Lenkrad. Die Reifen sind noch dran. WTF? Sind das für Imba-Reifen? So, und jetzt zieh, Schätzelchen, zieh. Ich glaube, es gibt insgesamt 9 von diesen Stunt-Shows. Aber naja, wir werden auf jeden Fall alle fahren. Einen Part. Komm schon, das passt jetzt, das passt jetzt nicht. Wie soll ich bitte noch schneller fahren? Es war am Anschlag. So, guck, von da hinten bin ich angefahren. Fahren wir halt von der Wand an. Und flügen voll drauf zu, auf diese Schanze. Sind wir noch einen Tacken schneller. Und sind ganz knapp nicht drauf gelandet. Jetzt müsste es passen. Jetzt mal gucken. Hat gepasst.
Jo. Nein. Nehmen wir wieder Semeswagen. Ich mag den. Sieht irgendwie cool aus. Was zum... Einfach mal drauf zufliegen, mal gucken, was es bringt. Hui, I believe I can fly. Oh, könnte knapp werden. Ne, könnte nicht. Ich glaube, das ist zu weit. I'm landing. Das war zu langsam. Aber da geht noch mehr. Ich wollte eigentlich nicht überdrehen. So, jetzt passt's aber. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell. Ich hoffe, hab auf der Rampe nämlich das Nitro weggenommen. Also wir müssen jetzt merken, bei 240 knapp sind wir abgehoben. Bitte Landeerlaubnis. Bitte um Landeerlaubnis. Bitte um Landeerlaubnis. Ups. Landeerlaubnis war wohl nicht erteilt. Naja. Das Auto ist wieder zu langsam. Und dann nehmen wir halt den Benchsport. Er hat ein bisschen eine höhere Endgeschwindigkeit, einen besseren Topspeed. Also bei 400 km/h ein bisschen schnell. Mit 240 bin ich in der Rampe gelandet. Mal gucken, was er zu 260 oder 280 sagt. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, weil die Strecke niemals reicht ansonsten zum Beschleunigen. Also beim Absprung 280. Wir müssen jetzt voll hier reinhalten. BTF, du sollst landen, keinen Purzelbaum schlagen. Vielleicht gibt es... Alter, ich werde so lachen, wenn es eine perfekte Landung. Zu weit. Viel zu weit. Failed. Ich probiere es mal von hier aus. Hängen geblieben. Fail. Die Karre ist halt auch übelst tief. Ist ja gut. Ja, komm. Lass mich weiterfahren. ...260 haben wir jetzt drauf. Mal gucken, ob es reicht. Ich glaube, wir landen daneben. Puh, daneben. Und zu schnell. ...250 müssen wir treffen. Haben wir. Wir haben exakt 250 gehabt beim Absprung. Und wir fliegen wieder daneben. Ich fass es nicht. Menschenskinders. Nimmt er wieder nicht, ne? Müssen wir mal ganz gerade drauf halten. Ich hoffe, das ist gerade. Weil es hätte gepasst. 250 ist eine gute Geschwindigkeit. Passt. Reifen sind zwar ab, aber passt.
direkt vor der Rampe gelandet. Nice! Lol, wir haben jetzt einen neuen Pacemaker bekommen. Ne, wenn, dann nehmen wir schon den Turbo, ne? So voll. Volle Kanüle raufhalten und so. Alter! Mein lieber Scholli, jetzt haben die Jungs sogar Helme an. Mal nicht übertreiben mit der Sicherheit, ne? Ja gut, wir haben uns mit dem Dach mit dem Teil aufs Dach legen ist sowieso Feierabend. Mit oder ohne Helm? Ach, ist das putzig. Nee. Die zornige Brotsäge on the fly. Ist zu weit, ne? Einiges zu weit. Oh, viel zu weit. Probieren wir es mal mit dem normalen Topspeed. Wir werden beschleunigen. Wir nehmen vor der Rampe das Nitro weg. Nämlich genau jetzt. Na, die Rampe bremst das Ding ja auch noch aus. Ich glaube, wir sind trotzdem zu schnell. Ja, bitte Landeerlaubnis für meine Erbse. Alter, das Ding macht so Spaß. Okay, wir waren zu schnell. Jetzt, dann fahren wir mal mit dem normalen Topspeed daran. Geben dann auf der Rampe wieder Nitro. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ich habe noch ganz kurz Zeit gehabt, um Nitro zu drücken. Bitte. Da unten kracht alles zusammen. Passt. Ja, das Lenkrad hat ein starkes Force Feedback. Oh, das war alles. Das war alles, meine lieben Freunde. Ja. Das war es jetzt endgültig von Let's Play. Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Wenn euch dieses Projekt und dieser Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Anregungen und so weiter habt, konstruktive Kritik ist immer erwünscht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Let's Play von mir, dem Mr. Swiss Soccer. Bis dahin, seid gespannt. Arrivederci!